Ja, hallo, herzlich willkommen von WOM Adventure. Ja, diesmal geht die Tour am Black Blash entlang. Und das war ein echtes Abenteuer. Und aber leider meine Kamera, die hackt vorne immer den Ton ab. Die Kamera selber nicht, aber beim Importieren. Und ich schneide es dann mit iMovie und da fehlt immer ein Stück. Ich muss das dann rausschneiden, das ist mühsam. Gibt mehr Arbeit und deswegen kann es sein, dass am Anfang etwas von der Stimme von mir fehlt, leicht abgeschnitten. Ja, ist jetzt halt so. Aber ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Da kommen Sie, meine neuen Freunde. Begrüßungskomitee. Noch wissen Sie nicht, ob Sie uns da helfen wollen oder nicht. Ich bin ja schon ein Weilchen jetzt da in Black Blash angekommen und 3 Nächte habe ich jetzt hier übernachtet. Und jetzt ist noch Verstärkung gekommen, ihr habt es gesehen. Und jetzt fahren wir den Black Blash entlang, am Meer entlang. Das wird jetzt eine Abenteuerfahrt, Herausforderung, weil da gibt es Ebbe und Flut. Die Flut ist jetzt dann am höchsten und dann sehen wir auch, bis wo die hingeht. Und dann werden wir danach fahren. Jetzt ist dann die Flut am höchsten. Jetzt fahren wir einfach mal nur zum Gucken. Also bis jetzt fühlt es sich gut an. Also man braucht schon ein bisschen PS. Man kann aber jederzeit in die Dünen reinfahren. Wir fahren jetzt zusammen mit René am Plage Blanc oder so ähnlich. Also am Strand entlang, 30 Kilometer. Und das Ganze kann man nur machen, wenn man, wenn Ebbe ist. Ja. Also es ist nicht ohne, also man merkt schon, er braucht Kraft. Auch am Strand entlang. Da ist das Risiko auch größer, dessen bin ich jetzt ein bisschen reingefahren. Und ich musste ein bisschen noch mehr runter mit dem Reifendruck, der hat manchmal extrem gebremst. Vorne 1,5, hinten 2. Es geht noch mehr, aber jetzt versuche ich es mal so. Ich fahre im dritten Gang ohne Übersetzung 30 km/h, Umdrehung 1500. Ich habe die Heizung angestellt, damit er noch mehr kühlt. In seinen Spuren zu fahren ist ein bisschen einfacher. Fantastische! Wow! Man sieht hier immer mal wieder tote Tiere. Oh je. Eine riesen Schildkröte. Wahnsinn, war das tot. Jetzt wisst ihr auch, wieso das Black Blash heisst. Oder Sugar Dudes kann man sie auch nennen. Guckt euch das an, da links. Wunderschön. Also es kostet viel Kraft hier. Weil die Flut ist fast am höchsten und wir fahren da auf sicherem Boden, dafür braucht es mehr Diesel, scheiß drauf. Wir wechseln.
jetzt sind wir mal wieder ab, ey. Also alleine würde ich da nicht durchfahren, muss ich ehrlich sagen. Rechts ist wieder ein Fisch. Es war ein Delfin, oh je. Wir haben etwa 10 Kilometer geschafft von etwa 30. Und es braucht schon Diesel. Aber man sieht, bis wo das Wasser kommt. Maximal, also hier kann jetzt nichts passieren. Aber man kann immer links in die Dünen reinfahren, sofern man nicht stecken bleibt. Schaut euch diese vielen Vögel an, Wahnsinn. Hier fährt selten eine durch, ich würde sagen Schwierigkeitsgrad schon anspruchsvoll. Vor allem bei Flut. Die haben hier jetzt Flut. Ist wieder ein toter Delfin. Die Flut am höchsten, so eine halbe Stunde noch. Ihr seht schon, es nimmt fast alles ein hier. Hier wieder weich. Die Passage, da ist es so weich, da braucht man richtig volle Leistung, volle PS. Sonst muss man im zweiten Gang fahren. Die Heizung läuft auf Vollgas, sonst wird er zu heiß. Also riesen Sandbänke, Dünen, weiß fast. Einfach nur schön. Ab und zu mal ein Fischerhaus. Oh, da vorne sind das Touris. Mit Hunden. Ah, die stehen da oben. Vorne eins, warte schnell, 1,5, hinten 2. Wow. Ich musste noch mehr runter. Also, ich könnte noch mehr, aber. Weil ja. Du singst ganz schön tief rein, ne? Eben. Ja, er hat viel die größeren Räder. Schwer ist ja schon 7,2 momentan. Nee. Der hinten vor allem schwer. Ja. Ich habe halt immer meine Wohnung dabei. Ja, ich weiß. Ja. Okay, ja, dann kennst du es ja. Ja. Es ist halt ein bisschen schwerer, aber. Ja, aber du kommst durch. Ich bin bis jetzt durchgekommen. Ja, 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 dann kennst du mich, ja, ich habe es gesehen. Ich dachte, hier Touris, okay. Ja, schön. Ja, ja. Das Wert hoch ist so. Also, ja, ja, klar. Das lässt sich viel angenehmer schlafen. Und wie sagt man, der Weg runter ist wunderbar. Und die Armee geht hier da auch nicht auf den Quiz, weil da trauen sie sich mit ihren Karren nicht rein. Da oben. Ja. Aber da ist kein Sand mehr, oder? Hat's doch, doch. Aber ja. Du kommst da relativ lässig hingefahren. Okay. Futter, ja, ja. Ne? Und dann diese großen Sandsteinplatten. Okay. Also der ist oben auf dem Berg und ist da runtergelaufen. Der hat nur 8 Tonnen, ein Steier, 4 vorne, 4 hinten. Also perfekt, hey. Da ist er vorher umgejuckelt. Wieder tief Sand, hey. Vollgas, 220 PS. Ausstieg.
hier ist der Ausstieg. Jetzt habe ich ihn fast verpasst und ich bin fast stecken geblieben. Ich habe noch mal ein halbes Paar runtergelassen, weil da vorne ist weich. Jetzt bin ich rückwärts wieder rausgekommen, ohne Sandbleche. Vorne ein Bar, hinten 1,5. Weniger kann ich nicht machen. Ich hoffe, es hält da. Okay, der Boden ist wieder fest. Mann, oh Mann. Für heute reicht's. Wir übernachten hier vor diesen wunderschönen Dünen irgendwo. Er fährt jetzt rein und ich kann euch sagen, ich bin obernervös gewesen, weil es war doch hardcore, weil er so tief gesunken ist. Ja, jetzt bin ich wieder hoch mit dem Druck auf den normalen. Aber eben zur Not noch mal ein halbes Paar runter, damit ich da rauskomme. Gut, ich versuche jetzt da die Düne hochzukommen. So, jetzt habe ich da gewendet im Weichsand, ging gerade so. Raus aus diesem Tal, immer noch Weichsand, aber viel besser, weil er ist trocken. Braucht weniger Motorleistung gegen diesen nassen, schweren Sand. Hoch. Oh, ist immer noch sandig. Es war ziemlich schräg sogar am Anfang. So, jetzt habe ich wenigstens den ersten Gang drin. Komm, ich glaube nicht hoch, ey, scheiße. Neuen Anlauf. Weil da vorne geht es steil hoch und sandig. Jetzt habe ich den Reifendruck wieder runter gemacht. Bin genau bis hierher gekommen. Mit dem hohen Reifendruck. Jetzt ist, ja. Ja, ist geil, der war ja, der packte es bis jetzt. Ach, den Felsen. Da auch. Also, man braucht ein bisschen Mut, aber es kann ja nichts passieren, es ist ja alles gerade. Ich bin also im dritten Gang mit Untersetzung. Und Reifendruck Minimum, halbes Bar hinten, vorne eins. Jetzt kann ich wieder hoch. Ich hab's geschafft, geil, geiler Mario. Gut gemacht. Von unserem Schlafplatz ist noch ein altes Fort. Da ist heute Militär drin. Die kamen gestern, haben uns kontrolliert.
Noch was zu dieser Soundpassage. Das war diese 30 Kilometer, also da am Strand entlang, schon das extremste Sandfahren, das ich bis jetzt erlebt habe. Und auch eine neue Erfahrung war, klar, wir sind natürlich bei Flut gefahren, oberhalb. Wenn Ebbe wäre, könnte man unterhalb fahren, dann ist er hart, da könnte man auch schneller, viel schneller fahren. Da trägt der Sand gut, aber wir sind bei Flut gefahren und der Sand ist sowas von schwer und hart und man hinterlässt doch einigermaßen tiefe Spuren und das merkt man extrem. Der Varia musste also immer wieder an die volle Leistungsgrenze über längere Zeit im dritten Gang ohne Untersetzung 30 km/h. Und der hat da richtig Kraft gezogen. Motor wurde natürlich auch warm, deswegen musste ich die Heizung einschalten, sonst hätte der überhitzt. Weil er hatte doch 220 PS, die er da auch gebraucht hat. Und ja, das war nicht ganz ohne und extrem. Natürlich kann man sagen, ihr seid Idioten, warum fährt ihr bei der Flut? Ja, weil es möglich ist. Es ist möglich, auch so durch den Sand zu fahren. Es geht. Der Dieselverbrauch ist natürlich das Doppelte, aber auf diese 30 Kilometer macht das jetzt nicht so viel mehr aus. Ja, was soll's, es war ein Erlebnis und ja, auch jetzt hier dieser Hang hoch, wenn der Reifendruck einfach zu hoch ist, und das war er, er war hinten 3 Bar, dann geht's einfach nicht. Dann muss man einfach den Druck runterlassen. Ich bin da gleich aufs Minimum, 1,5 hinten, 1 vorne und dann ging es eigentlich wie Butter, wunderbar, obwohl es hoch ging und der Sand auch ziemlich weich war, ich habe es gesehen. Also, bin fast ein bisschen stolz auf diesen Vario, was der alles kann, trotz diesem Gewicht, aber ja, geschafft. Hä? Kilometer Pisten, wenn das so steinig ist, oh, dann dauert es, ich hoffe, es wird besser oder dann lieber Sand. Das Gerüttel, ja, irgendwie mag ich es nicht mehr. Aber jetzt muss es halt sein. Die eigentliche Straße da, also Straßenpiste, wäre eigentlich rechts, aber die ist von Dünen überzogen. Deswegen hier. Und ziemlich steinig, auch spitzige Steine. Immer wieder ein paar Sandpassagen, wo man halt mit Pistendruck durch muss. Kilometer kommt so ein Militärkontrollposten an der ganzen Küste entlang, auch auf der anderen Seite Richtung Algerien. Mal schauen, ob sie unsere Fische wollen oder ob wir durchfahren. Vermutlich wissen sie sowieso schon Bescheid. Sind wir wieder auf der offiziellen Piste, die eingezeichnet ist, gelb. Und die Straße oder die Piste ist viel besser geworden, wie wir hin. Wir machen eine kurze Kaffeepause mit dieser wunderschönen Aussicht. Fischer. Wahnsinn, überall Fischer heute. Viele Hunde, auch junge Militärposten wieder. Verlassen wir die Küste und dann geht's hoch zur Hauptstraße, aber sind noch, keine Ahnung, 30 Kilometer und dann nach Tantan. Jetzt ist noch Sandsturm, also es ist richtig staubig draußen und Hitze und Fenster, ja. Muss man trotzdem aufmachen. Ja, so sieht es aus. Hier drin ist alles staubig.
weil sonst verschmore ich da. Ich habe keine Klima da vorne. Immer wieder Spuren lesen. Denn da geht eine rechts weg, aber da sieht man, die ist nicht befahrbar oder kaum. Also nimmt man die, die eben befahrbar ist, weil die Einheimischen kennen sich da besser aus und die fahren vermutlich am meisten da durch. Ein Abschnitt, der schön ist zum Fahren, gegenüber das Gesteine. Das Gesteine ist echt mühsam. Jetzt da runter. Ich lese, die meisten sind rechts. Da wird besser sein. Einen Gang runter, weil es extrem holprig ist. Und zwar der nächste Weg. Wieder keine Steine, da kann ich wieder ein bisschen schneller fahren. Da ist einfach niemand, Niemandsland. Schön, hinter mir. Da ist mir lieber wie das Gesteine. Weg, nämlich runter zum Flussbett in der Hoffnung, dass es da so aussieht wie hier. Lieber im Sand fahren, wie mit so viel Steinen. Weil das andere würde über das Gebirge gehen und das ist, glaube ich, ziemlich steinig. Das ist die Piste von Pistenkuh und ich nehme da eine eigene. Es sieht ziemlich jetzt etwa so aus, sandig, aber nicht schlimm. Ich fahre immer noch mit Pistendruck. Wir haben hier übernachtet, also nicht hier, ein bisschen weiter weg. Und jetzt habe ich sogar im Fluss Trawasser entdeckt. Hätte ich nicht gedacht. Aber musste ja so sein, weil ab und zu kam eine Mücke zu uns. Wahnsinn, viel. Also hier haben wir übernachtet etwa noch 10 Kilometer bis Tantan. Aber wir haben entdeckt, dass man direkt nach Tantan kommt, vermutlich. Man muss aber über den Fluss dran und der hat ja Wasser, ob er da auch hat, das sehen wir da bei diesem Tafelberg irgendwo, müssen wir hin. Und es geht weiter und ich habe umdisponiert, wir fahren jetzt nämlich am Fluss entlang, weil der hat noch Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, es hat so viel Gegenlicht, aber der Fluss ist voller Wasser. Geil. Und das mitten in der Wüste. Jetzt habe ich schnell angehalten, es windet halt. Es hat sogar Vögel. Ist das geil, ey. Und wieder geht der Sandsturm los, ey. Hoffentlich sowas wie eine Brücke oder ein Damm, wo wir über den Fluss kommen, hoffe ich. Damm. Man kommt auch rüber, aber da vorne ist gesperrt. Warum auch? Gehen wir mal gucken. Ich glaube, das ist Sperrgebiet da. Bonjour! Geil, er lässt uns durch. Null Problemo. Er wusste auch, dass wir hier schlafen. Die wissen alles. Scheiße.
Das Teil geht zu wenig hoch. Scheiße. Bonjour. Hat überhitzt. Habt ihr es nicht gesehen? Wir müssen wieder das Ding abbauen, Schraube raus, weil das kann man nicht richtig hochkippen. Und der lässt uns voll durch, irgendwie Militärgebiet, keine Ahnung. Auf jeden Fall dürfen wir jetzt durchfahren. Geil. Ja, vielleicht ist es ja einfach nur ein Checkpoint, wo kaum mal jemand gecheckt wird und der dann erst hierher laufen muss, um zu öffnen. Wasser. So, die Begleitung fährt jetzt mal voraus. Sieht doch auch toll aus. Richtiger Sandsturm, ey. Man sieht kaum noch was, ey. Voll, ey. Krass, ey. So, es ist zum Glück noch nicht ganz so heiß. Sonst würde mir der Sand um die Ohren fliegen. Er hat sich schnell verfahren. Kilometer, dann erreichen wir Tantan und vorher noch eine feste Straße wieder. Wir erreichen eine ganz alte Teerstraße, die nach Tantan führt. Over. Die lässt man verrotten. Es gibt eine neue Umfahrungsstraße, die haben wir gerade passiert, unten durch. Stadt Tantan, ich nenne sie mal so, weil es echt staubig ist. Ich brauche auf jeden Fall Wasser. Da mich immer wieder Leute fragen, wo ich denn mein Wasser kriege. Und hier ist eine Baustelle, da ist ein Hahn. Ich habe gefragt und ich darf da ein bisschen nehmen. Ich habe einen Wasserzähler und dann, ja, ich fülle den nie auf. Auf jeden Fall, Wasser gibt es überall. So, jetzt das war es wieder von mir. Wir sehen uns aber in einer Woche wieder. Danke für Daumen hoch oder Abo oder eben auch weiterempfehlen, verlinken. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. War ein echtes Abenteuer und ja, hat aber auch Spaß gemacht. Okay, dann bis bald.